Ich mag, wie gesagt, Igneous. Bastard-Zeit mit Taraba vor dir steht, Alter. Du sagst, ich mag Igneous zurzeit. Ich hab dir nochmal eine Stats geschickt, also ich hab doch Stats reingeschrieben, was ich an einem Tag erreicht habe mit Peacekeeper Taraba. Nur in Rubble. Bro. Ist auch viel zu stark, die Scheiße halt, aber ich meine, das geht schon so lange und jetzt sind halt der Peace, es liegt nur daran, dass im Peace jetzt halt gebufft wurden. Taraba halt nicht excluded war. Ja, das Ding ist halt, das gab's ja schon ewig, das wurde ja nur nie richtig gebufft, so, also Peacekeeper-Ding gibt's schon ewig und es war schon immer gut, aber das ist jetzt halt noch besser, weil MPs besser sind. MPs an sich brauchen halt einen Nerf im PvP, ehrlich gesagt. Da hinten ist die Wand. Wie gesagt, ich sag, nein, PvE macht nur Spaß dank P, dank MPs, Digga. Es macht nichts Spaß, außer MPs als Primary Technik. Pistols sind cool, aber die sind halt. Fuck. Es geht, Digga. Also, es ist alles cooler als MP. Also, ich habe auch Kevin, hab ich auch gemeint damals. Kommt safe eine krasse MP mit Wallshot, war ja auch so. Keiner spielt mehr diese scheiß Wallshot-Pistole, alle spielen die. Das ist viel besser. Ich gelasse es jedes Mal die beste Waffe, wenn sie ins Spiel kommt, ne? Das ist so witzig. Das ist halt auch bodenlos, Digga. Also, die haben wirklich so. Die sind manchmal so faul. Ich wette mit dir, es kommt ja. Kennst du Elden Ring, ja. Benny? Das war ein krankes Spiel, ne? Das kommt jetzt ein DLC. Ich wette mit dir, das DLC wird größer als manche Spiele allgemein. Obwohl das DLC um das falsche Thema geht. Ich hätte gedacht, es geht um Elenia und ihren Bruder, aber. Ja, das habe ich auch gedacht. Mikkela, aber trotzdem, scheiß drauf, Elden Ring ist ein krasses Spiel gewesen. Und danach noch Diablo. Das wird auch krank. Mit Digga, habe ich auch Bock drauf. Ja, Kevin. Diablo. Wir spielen hier alle Quecksilverstorm. Warum? Well, what are you waiting for? Let's begin. Der Bibel. Was hatten die für einen Cut? Nur, dass die Strand ist. Ja. Kann nur noch irgendwas. Also auch, wenn du Granatenkill machst mit diesem Mod da, dann werden die Gegner verletzt. Nein, dieser Freeze. Oh nein, bitte nicht. Oh, danke. Oh, und bin ein bisschen. Akzeptieren und melden, Digga, passiert eh nichts. Einfach nur Gegner wieder, okay. Hey, was cool hier. Ich knall das jetzt auf von Titan einfach durch die Story und dann kann ich auf Hunter. Es gibt ja einen Bootcake, gell? Wenn wir den dicken Gegenstück an Spawnen oder die Kenne. Es gibt auch noch eine Variante, wie du dich hochfallern kannst zum Lichtlevel-Lager. Habt ihr das schon gesehen mit dem Crucible? Wir sind alle schon über. Ja, ich sag's nur, wenn man nicht ist. Kannst du einfach Crucible in deinem Spawn. Das war nicht so perfekt. Die Hühnchen. Ach, Mann. The Vex can learn much from a power originating in Link's consciousness. Ja, mit was manche Fotzen Geld verdient, unglaublich. Und nimm Shady auf Arm, du willst Shady ausstehende Freundschaft zu holen. Ja, das war nicht an. Na, ich freu mich auf den Weg mit dir, dann hab ich voll nicht mehr Bock drauf. Ich komm ja auch. Ich freu mich schon darauf, mit dir Day One zu machen, Chiller. Perfekt.
Ja, richtig. Eine Ironie. Aber ich freue mich, dass ich keine Prüfung habe, Digga. Ja, das ist sicher einfach. Aber wie ist es mit Wesen? Wie ist deine Prüfungslage genau im Wochenende? Ich muss halt lernen. Ich habe halt immer montags eine, mittwochs eine, freitags eine. Das ist ein Minus, richtig. Ich kann ja nichts machen, Digga. So, ich bin halt heute fertig, Mittwoch. Ich wurde jetzt halt easy, ja, ging ja nicht, ich bin easy gemacht, Digga. Aber dann am Freitag werde ich durchgereicht, weil ich das absolut langweilig finde. Am Montag werde ich durchgereicht, weil ich das absolut langweilig finde. Kommt nochmal praktische. Und dann habe ich die letzten Prüfungen, die mündlichen. Und die werden nochmal ehrenlos in Arsch ficken. Also die werden nochmal richtig gemein. Highway und Metallic. Ab dann 22, da bin ich durch. Da kauft mir einfach nur Scheiße, schließ mir im Zimmer rein und komm die Woche nicht raus. Easy. Just don't burn yourself out. This is only one battle. We've got a whole war to fight. A war we cannot win without also kurz mit Kevin seine Katze zu kuscheln. Ja. Also ist ja halt schon cool, gell? Neues DLC, neue Karte, einfach altes Event. Yeah. Ich hab nicht mehr die Kohle, ausgereicht, um kurz ein neues Event zu machen. Nein. Ich bin nur mal zufrieden mit dem, was du kriegst. Du bist stark jetzt. Das haben die in Spanien vor die ganze Zeit. Aber Bro. Der Joke war nicht real. Come on, Bro. Was hast du eigentlich gezahlt, Kevin, für das DLC? 100. 100 Euro, Alter, leck mir am Arsch. Hat sich doch gelohnt, oder? Und jetzt noch mal 20 gepaid, um die Kampagne nicht spielen zu müssen. Nö, ich hatte die Dinge. Oh, geil, Digga. Ich hatte schon Silber. Ach so, ja, trotzdem, Digga. So, es hat geklingelt, ich müsste mal kurz aufmachen. Imagine, du kaufst einfach direkt, weil du keinen Bock hast, Kampagne zu spielen, dreimal. Elias, ich hab mir gerade 50 Euro Silber geholt. Mach schon mal. Ich muss sagen, diesmal war echt enttäuschend, waren echt ein paar hässliche Sachen dabei. Ich fand da die wenigsten Sachen. Ich sag's dir, gestern Abend, ich glaube, manche machten eine Milliarde Umsatz diesen Abend. Gestern. Einfach wie Leute sich diese scheiß Story gekauft haben. Da musst du doch, also jetzt mal ohne Spaß, musst du dir doch einfach dumm vorkommen, wenn du einfach das schon anbietest, dass das Hauptding in der Season, das ist die Story mit dem Raid, einfach gekauft wird, weil es keine Lust hat zu spielen zweimal. Ja, genau. Also das ist doch eigentlich, du fixst dich doch damit selber, dass die Leute das, natürlich machst du damit Kohle, aber das ist doch eigentlich, muss es dir peinlich sein, dass die Leute keinen Bock haben, dich zu spielen mehrfach. Oder nicht? Also mir wäre das peinlich. Da sitzen die abends da und sagen, oh, bin doch schon wieder 20 Euro reingeflattert, weil unsere Kampagne so gut war. Ich würden die 20 Euro. Nee, die sehen das dann so wie in einem Twitch-Livestream, weißt du, die ganze Zeit so nebendran so 20er. Oh, wir sind schon bei der 10.000 Euro Grenze. Ding. Bei den nächsten 20.000 rasiere ich mir die Haare. Ungefähr so machen wir das dann. Also, das finde ich ja, ich finde sowas peinlich. Die machen mich fertig, Alter. Ja, aber Digga, jetzt mal ohne Witz, findest du es nicht peinlich? Imagine, du bist ein, also mir als Producer von einem Game, mir würde es dick ans Herz gehen, wenn ich da ein Herzblut in eine Kampagne stecke und Leute kaufen das, weil die keinen Bock haben, das zweimal zu spielen. Denkst du, die juckt das, Digga? Komm, ja, aber das ist halt der Unterschied zwischen solchen Leuten und Leuten wie Elden Ring. Die bringen halt ein Game raus für 70 Euro, das hat 120 Stunden Base. Ja? Ja. Und mehr als die 500 verschiedene Waffen und Rüstung. Die alle was anderes können. Ja. Ich bin fertig, Jungs. Oder allgemein schon God of War, Digga. Was das für eine kranke Story war. Weiß noch, Chiller. Hast du das zweite gespielt, ja, gell? Ja. Bodenlos gut gewesen. Das Kampfsystem auch. Junge, Junge. Wow. Good. Now the true training can begin. Echt, man hat so Glück auf dem Arcus Titan, dass es da diesen Dodge gibt, Digga, sonst wäre das so wäre das überhaupt nicht mehr gegangen mit der Scheiße. Weil du einfach gar nicht mehr deine Abilities kriegst. Na, ich sag's ja, Benny, es hätte auch gereicht, hätten die es auf 50% runtergemacht, ehrlich gesagt. Du meinst die Class Ability Cooldown? Ja. 25 von echt. 4 von 8, Digga, ich hab einfach keine.
Digga, also Bruder, kann ich nicht einfach Strand. Ich kämpfe die ganze Zeit mit Strand, aber ich krieg's nicht. Das fuckt voll ab. Gib mir das doch schon einfach früher. Ich gebe mir kurz so ein Klabe, wenn ich. Du bist auch voll schnell mit dem Strandhalten, Digga. Du sprintest die Welt. Ich wollte auf Hunter Ding spielen. Lehrer mit dem Exos. Wow. Crazy. Wie stark das Shattern einfach ist. Und die haben auch endlich mal Kampfbanner platziert, damit man nicht seine eigene verschwenden muss. Ist das jemand aufgefallen? Ja, das wurde ja auch in der Story gesagt. Also ist jeden Tag bei Asia Shader One neuer Shader oder jede Woche? Du meinst, man muss den Mino leben lassen, Schädler, und dann wird die ganze Zeit die Dinger spawnen? Bitte? Muss man den Mino da leben lassen, damit die ganze Zeit die Loot kämpft? Ja. In der Höhle da, in der komischen. Ja, ja. Probier das mal aus, ja, bei mir hat Kopf ja. Ein paar Wellen. Ja, bei mir ist auch gerade. Aua! Who the fuck shoots at me? Aber ich verstehe diese Dinge auch nicht mehr. Ja. Oh, wieder eins, oder? Ich hab mich gerade mit dem Loot geholt. Übel. Ich hab gerade schon einige. Warum wir müssen Abilities machen? Ja, die. Schon wieder mit dem Panzer fahren. Ja, juhu. Ja, die Mission hat mich richtig hier abgefuckt, Alter. Hat mich jetzt schon abgefuckt, ich hab auch keinen Bock auf den Panzer, hat mich damals schon genervt. Red Bull Campaign Flashback. We're hitting a wall with strand. Nein, die Fredlings sind zu dem Mino. I don't understand. You've got more power, more practice. Hasn't this been done? Mein Panzer fliegt fast in die scheiß Luft, Digga. Back in action. Hit them again. Hold nothing back. Bing. Ich hab 6 von 8, also. Ich hab 3 Treibstoffschäden zerstört, bevor ich jetzt. Gut. Kann ich irgendwie noch anders zerstören? Also, ach nee, der Panzer ist runter, hätte wieder. Ich muss jetzt echt hin. Übelst mal. Okay, 7 von 8. 8 von 8? Ah ne, das ist meine Versicherung, Digga. Ah, Mann! Ah, Digga. Also, Chiller, ich muss sagen, du bist eine 10 von 10. Wow. Überleg kurz, kann ich was Falsches sagen? Wow. Tschüss, Bruder.
jetzt muss ich da rein. Mit wem machen? Wer macht jetzt euch alles Raid? Mit wem macht ihr Raid? Kevin. Arne, sag du. Kevin, Delal, ich, Fero, Sweat und Marvin. Okay, und macht jetzt doch mit. Ja, mal gucken, Alter. Ich bin noch nicht auf dem Schatz. Ich wollte auch sagen, spielt ihr unter Level? Ich hab fertig, Alter. Mashallah, inshallah. Der spielt ja mit seinem Haus. Der Dachdecker spielt für ihn. Der Dachdecker spielt. Der spielt die Stranddecker, der spielt Dachdecker. Der Mördepfanne. Ich hab dir viel besseres abgeklatscht, Jungs, Alter. Die Mördepfanne, Junge, die hab ich mitgenommen in meinem Haus. Scheiße, eigentlich bekommen. Ich bin 5 von 8, Alter. Das können wir jetzt nicht sein. Ich hab die ganze Zeit mit Strand hier so irgendwie versucht, was zu machen, aber ich weiß nicht, ob's daran lag. Job bin ich nur, wenn der Typ am Strand steht. Ich muss nicht ganz zurücklaufen, weil mein scheiß Panzer kaputt gegangen ist. Diese Mission mit den Panzern. Ich werde eigentlich arbeitslos. Ja. Ich hab mir gedacht, Digga, warum ist der arbeitslos? Na gut, andere Frage. Kevin, warum ist er arbeitslos? Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, vielleicht ist das ja auch so ein Panzer wie der Ding, wie hieß der nochmal? Im Leben, Digga, die chillen komplett ihre Eier, ne? Ich denke, das ist ja auch immer online, Digga, gibt's den? Welches Level ist eigentlich Bulli in den Battle Pass? Ich hab schon 33. Ach, Digga, da ist schon wieder so ein Ding. Komm, wo ist der Strand, den ich benutzen muss? Oh, hier ist Strand. Benutze ihn. Ja, ich bin auch gerade Digga, bin ich. Ich lutsch die ganze Zeit an grünen Fäden, Digga. Auch wie er mich einfach gegendert hat, der Hund. Ich bin zwar ein weiblicher Titan, ich fühle mich aber wie ein Mann. Okay, wir können weiter Teilbereich abgeschlossen. Ja, hier müssen wir. Oh, nö. Oh, Digga. Was ist denn... Ach, Digga, die Typen sind einfach bodenlos. Abdruck. Aber das muss ich sagen, ist mal eine coole Gegnerart, weil die sind echt abfuck. Diese Dudes, mit deren dicken Decks. Ja. Die sind nicht widerlich stark. Kann hier eben... passiert? Also die werden echt die abfuck AGMs, wenn die irgendwo drin sind. Da muss man X drücken, keine Ahnung, Alter, irgendwas. Nicht hier die Teilbereichaktivität auf. Hä? Gibt's da irgendeine Möglichkeit, wenn die Beyblades in der Luft machen, das zu stoppen? Das ist so ein Frage. Die teleportieren sich auch voll komisch, ist das intended? Ich höre, das ist nicht gewollt, Digga. Ich spring so weird rum. Gut. Oh Mann, ey. Ja, die Katze wird sich auch denken, irgendwie mein Härchen ist so ein Spassjäger. Ey, die denkt sich, alter Junge. Geil. Nö, ich lausche die gerade die ganze Zeit. Nee! Oh Mann, nur die springt hinterher. Kevin, ich frage mich, wie das aussieht, wenn du gerade den Boner kriegst, Digga, weil die nicht mit deinem Schwanz, ob sie dann so abhebt. Digga, das ist jetzt die Rainbow Road, also. Guck mal, es gibt einen Boost! Abgesunken! Ach, Digga, ich hab keine Sachen mehr, Digga. Ich brauch die Abkürzung. Ja, wow, ich glaub, es war keine Abkürzung. Ja, oh Mann. Einfach. Ey, was noch geil wäre, Alter, wenn das noch Items geben würde, ey. Ich schieß einen roten Panzer auf dich, Alter. Nee, Digga, der blaue nee, Alter, ich werf Osiris die Schwuchtel auf dich. Aber Kevin, ich glaube trotzdem, dass eine Bananenschale zum Ausrutschen, Alter.
Was, Elias? Ich glaube, es kommt trotzdem auf dieses, nicht dieses Season, aber dieses Jahr kommt Spare zurück, glaube ich schon. Was für ein Pferd? Spare. Ach so, Alter. Ein Pferd. Ich hab Pferd. Oh! Nee! Oh, du kleiner Bastard. Ich bin ja fast gestorben. Ey, die haben Zeit am Laufen, wisst ihr das? Nee. I know I haven't been the easiest guest. Ich bin Anti-Barrier. Scheiße, auf einfach durch. Pain is not a hindrance. Simply. Aber wenn man Edge killt, dann kann man Zeit verlängern. Nerven so, Digga, die Torment. Wichser, Digga. Nee, ich muss die Bombe entschärfen. Ich bin ja Sprengkommando gerade. Ey, hab ich gerade lange gebraucht für den Hund, wirklich, weil ich keine Muni hatte. Der Kondor hat der Link. Strand! Oh ja! Cool! Erstmal rumstranden! Hier Sonne, da Sonne. Wie das auch immer so mega krank OP introduced wird in der Story und dann ist es einfach mega scheiße im normalen PvE. Okay, Digga, wahrscheinlich ist das gebalanced, oder Alter? Ich hab gerade alle geone-shottet mit der Midi. Und den Grapple-Melee.